Hey Leute, heute haben wir für euch 7 Dinge, von denen wir alle glauben, wir würden sie richtig machen, obwohl wir sie total falsch machen. Los geht's! Nummer 7. Auch wenn man denken könnte, es ist unmöglich, aber man kann zu viel Seife beim Duschen benutzen. Seife schädigt nämlich die Fettschicht unserer Haut, die zwar nicht schön klingt, aber sehr wichtig für unsere Haut ist. Statt den Körper komplett einzuseifen, sollte man sich auf Körperstellen wie Achseln, Intimbereich oder Füße beschränken. Da die Seife sich beim Abspülen mit dem Wasser vermischt, wird der restliche Körper schonend mitgereinigt. Nummer 6. Essen reinstellen, Knopf drücken und warten. So einfach funktioniert eine Mikrowelle. Leider kommt es aber immer wieder vor, dass man das Essen noch ein zweites und manchmal auch ein drittes Mal reinstellen muss, damit es richtig heiß ist. Das liegt aber nicht an eurer Mikrowelle, sondern daran, wie ihr das Essen anrichtet. Verteilt das Essen statt als Haufen in der Mitte lieber flach am Rand des Tellers. So können die Mikrowellen gleichmäßiger in das Essen eindringen und es leichter erhitzen. Und die Nummer 5. Bügeln ist für die meisten Menschen eine der nervigsten Dinge im Haushalt. Doch ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt eine Möglichkeit, mit der ihr eure Klamotten glatt bekommt, ohne dabei ein Bügeleisen verwenden zu müssen. Schmeißt einfach eure Kleidung mit ein paar Eiswürfeln für 15 Minuten in den Trockner. Der Dampf, der dabei entsteht, lässt alle Knitterfalten verschwinden. Nummer 4. Schon als kleines Kind haben wir gelernt, dass wir uns morgens, mittags und abends die Zähne putzen sollen. Doch habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, ob ihr euch eure Zähne eigentlich richtig putzt? Die meisten putzen sie nämlich von links nach rechts. Das ist jedoch falsch. Wichtig ist, dass man die Zähne zusätzlich auch von oben nach unten putzt, denn nur so kann man sämtlichen Zahnbelag richtig entfernen. Nummer 3. Guck mal, ich kann 50 Liegestütze. Dieser Satz ist aber nur etwas wert, wenn man sie auch richtig macht. Viele Menschen krümmen nämlich dabei den Rücken oder strecken den Po zu weit nach oben. Diese Haltung macht die Liegestütze zwar etwas einfacher, schädigt aber extrem euren Rücken. Richtig ist, den Rücken komplett gerade in einer Linie zu haben, denn nur dann steht der ganze Körper richtig auf Spannung. Und wir sind fast am Ende mit der Nummer 2. Die meisten von euch werden, wenn sie ein Spiegelei machen möchten, einfach ein Ei mit etwas Öl in eine Pfanne hauen. Schön sieht das allerdings nicht aus. Ein viel besserer Weg, das morgendliche Spiegelei zu braten, ist, einen großen Ring aus einer Zwiebel zu schneiden und das Ei darin zu braten. Die Zwiebel gibt dem Ei ein ganz besonderes Aroma und hält das Ei in einer schönen, runden Form. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Wenn ihr solch einen Eisbecher einfach mit dem Löffel esst, macht ihr auch hier wieder etwas falsch. Denn während ihr den Becher in der Hand haltet, wird das Eis darin immer flüssiger. Schneidet lieber den Becher mit dem Eis in Streifen und legt diese zwischen zwei Cookies. Jetzt könnt ihr das Eis essen, ohne dass es nach ein paar Minuten flüssig ist. Ja Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns doch mal eine positive Bewertung, dann wissen wir Bescheid. Hier gibt es jetzt noch ein weiteres cooles Video für euch zum Anschauen, klickt einfach drauf. Das war's mal wieder für heute, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao!